So, ein neuer Tag beginnt und ich werde zum einen versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen, dass ihr alles hört. Ich habe jetzt hier Softfeigen am Start, 200 Gramm, sehr lecker, gibt es beim Rossmann. Und ich habe Cornflakes. Als erstes werde ich die Softfeigen essen, danach die Cornflakes. Die haue ich mir jetzt hier mit 50 Gramm Zucker, schätze ich mal, und Wasser rein. Und verzehren es gleich. Ich habe hier jetzt noch zwei Protein Powder direkt nach dem Training. Das ist einmal das Sun Warrior Blend. Das ist ein geschmacksneutrales und das Plantain Erbse Chocolate. Und davon werde ich jetzt insgesamt 40 Gramm in den Mixer hauen. Im Mixer löst sich es einfach besser und wird noch ein bisschen cremiger. Deswegen. Okay, das war jetzt gerade Schwachsinn, weil der nicht auf Null stand. Ja, egal. Das sollten vielleicht so 20 Gramm gewesen sein. Nehmen wir einen ähnlichen Löffel. Ja, das passt in etwa. So, hier wird jetzt schon das Abendessen vorbereitet. Diesmal gibt es Jasminreis mit Suppengemüse und parallel werden von mir noch 2 Kilo Karotten vorbereitet und entsaftet. Vergessen sind hier noch die Kichererbsen. Ich werde jetzt mein Essen einpacken. Das sind jetzt circa noch 400 Gramm Reis. Da ist noch vom Gemüse über Kichererbsen noch ein bisschen Brokkoli. Und da kommt noch ein bisschen Soße drüber. Ich werde noch einen kleinen Roadtrip machen heute Abend. Und dann schaue ich mal, was noch über ist. Ich denke mal, noch ein Gainer, Cliff Bar, Haferflocken. Soße gibt es Passata und noch ein gute Esslöffel oder Teelöffel Senf. Das Ganze noch vermischen und dann geht's los. So, ich sitze jetzt gerade noch im Auto im Golf 3 und habe hier mein Essen auf dem Schoß. Also im Berufsverkehr würde ich das nicht machen, aber wenn nachts die Autobahn frei ist und man nicht länger als 120 fährt, dann kann man das mal machen. Schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Und bis nachher. So, ich bin jetzt angekommen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier steht auf jeden Fall mein Auto hinten. Geht es problemlos auf. Aber vorne spinnt leider die Tür. Ich habe eben alles eingetippt. Ich habe noch so 250 Kalorien, glaube ich, offen. Plus minus, das heißt, es ist noch genau ein Cliff Bar für mich. Mal sehen, welcher es wird. Habe ich die da reingeschmissen? In der Tüte? Ne, die sind unten in der Tüte. Auf jeden Fall ziehe ich mir da einen raus. Den gönne ich mir jetzt noch. Dann geht's schlafen und morgen wird weiter gefoodet, Leute. Ciao, ciao.